ganz wunderbares Werk. Und ich habe auf die Titelseite meiner Partitur geschrieben, genial. Ich kann mich gut erinnern, dass ich eben immer eigentlich den ganzen Tag von der Musik meines Vaters begleitet wurde. Und darum hat für mich diese Musik natürlich immer etwas von einer Zeitreise zurück in meine Kindheit. You'll have the opening of the piece, you'll have this kind of motor rhythm. Which, okay, but right away you realize how huge the chords are for the left hand. You also have a sense of an engine, right? Of a kind of mechanical force that's being harnessed. At the same time, you have in the same piece music that sounds like this. Using lots of whole tone chords, augmented chords like that, you get into a sound very much of Debussy, right? And so you mix these sounds, and then also on top of that, you have this kind of music hall jazz, right? Gershwin style. And these styles just all mix together in a sense where, as we play this piece, we can't predict what's coming around the corner, and yet it all hangs together, and there's really a kind of free spirit through the whole thing that's very appealing. Natürlich ist es nicht etwas, was sich sofort erschließt oder weswegen die Leute nun in die Konzertsäle strömen. Es ist was ganz Besonderes. Das fängt beim Material an. Material heißt die Elemente, aus denen das Stück gebaut ist. Das sind Zitate oder halbe Zitate oder Rückgriffe auf die Operette, auf Broadway, auf Jazz, auf Hindemith, auf Schönberg, auf alles, was damals in der Zeit in den Schmelztiegel geworfen wurde. Und es entsteht aber nicht etwas Epigonales, wo man sagt, kenne ich schon, ach so, Bruch, ach so, Stravinsky, gar nicht. Es entsteht etwas Unglaubliches. Und es ist ganz klar, dass ein so merkwürdiges Stück, sagen wir mal, eben auch von dem Soloinstrument etwas ganz Spezielles verlangt. Es wird nämlich nur mit einer Hand gespielt. Das ist fast unglaublich. Wenn man es hört, würde kein Mensch denken, dass da nicht ein zweihändiger Pianist am Werk war. Familie meines Vaters sind verarmt, weil eben die Rente, die Witwenrente meiner Großmutter wertlos wurde durch die Geldentwertung. Zum Glück hatte sie zwei begabte Söhne, die mit Stipendium studieren konnten. Mein Vater dann eben in Berlin, 39 bis 44 während dem Krieg. Und dann seine Verarbeitung, sagen wir mal, der eigenen Kriegserfahrung. Er wurde ja dann in den Krieg einbezogen, in den Italienfeldzug, ganz am Schluss, wo eben ein Studienkollege von ihm auch eine Hand verloren hat. Und darum, dass der Hintergrund, warum überhaupt dieses Klavierkonzert für die linke Hand entstanden ist. Also eine Verarbeitung einer furchtbaren Kriegserfahrung. Thank you.
Es gibt eine historische Aufnahme, die habe ich abgehört und war dann eigentlich sehr enttäuscht, weil es so wenig von dem widerspiegelte, was ich sehe in der Partitur und was jetzt in dieser Probenarbeit herauskommt. Mit einem ganz wunderbaren Tonmeister, der unglaubliche Ohren hat, mit Musikern, die wirklich an die Grenze gehen von dem, was man auch immer wieder spielen kann, überhaupt an Geschwindigkeit, an Tongebung, an Piano, an extremen Klängen. All das versuchen wir auch jetzt herauszukitzeln in diesem Verbund, in diesem eigentlich, kann ich sagen, überglücklichen Verbund, den wir hier erleben dürfen.